Als ich zum ersten Mal nach Deutschland kam, musste ich mich mit einigen Dingen vertraut machen, die sich von meinem Heimatland Italien unterscheiden. Ich musste mich daran gewöhnen, dass es in Deutschland schwer ist, einen guten Espresso-Kaffee zu bekommen. Und ich musste mich an ein Wetter gewöhnen, das viel kälter ist als in Sizilien. Und ich musste mich daran gewöhnen, dass man in Oktober mit dem Kauf von Weihnachtsprodukten beginnt, während wir in Sizilien noch an den Strand gehen. Ich musste mich also an viele Dinge gewöhnen und die Unterschiede zwischen dem Ort, an dem ich vorher lebte, Italien, und dem Ort, an dem ich jetzt lebe, Deutschland, akzeptieren. Und mit der Zeit habe ich mich an diese Unterschiede gewöhnt. Aber es gibt etwas, das ich hier in Deutschland überhaupt nicht akzeptieren kann. Die Existenz von Sonderschulen bzw. Förderschulen. Da ich aus einem Land komme, in dem es seit den 70er Jahren keine Förderschulen mehr gibt, frage ich mich, warum gibt es sie in Deutschland immer noch? Warum gibt es Schulen, auf die Kinder gehen, nur weil sie eine Beeinträchtigung oder, politischer korrekter, sonderpädagogische Förderbedarf haben? Als ich nach Deutschland kam, habe ich es nicht verstanden. Jetzt verstehe ich es, aber akzeptiere ich es nicht. Und das liegt bestimmt an meine eigenen Erfahrungen als Schülerin in meinem Heimatland. Gehen wir also circa 25 Jahre zurück zu meiner Grundschulzeit. Ich war in einer Klasse mit 36 Kindern und wir hatten eine Lehrerin, nur eine. Und diese Lehrerin war für 36 Kinder und alle Fächer verantwortlich. Und bei diesen Kindern gab es welche, die man hier in Deutschland auf eine Förderschule geschickt hätte. Als ich also nach Deutschland kam, war mir die Notwendigkeit von Förderschulen nicht wirklich klar. Denn ich war bereits als Schülerin in einer Klasse zusammen mit Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Also sagte ich mir am Anfang, du verstehst es nicht, weil du nicht genug weißt. Du weißt nicht, wie es hier in Deutschland funktioniert und warum. Also beschloss ich aus Neugier, hier in Deutschland ein Studium in Sonderpädagogik zu beginnen. Was ich herausgefunden habe, ist, dass hier die Förderschulen als positiv gesehen werden. Sie bieten Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf besondere Unterstützung. Und es scheint so, dass diese besondere Unterstützung nicht immer in normalen Schulen möglich ist. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Manche Lehrkräfte sagen, Inklusion funktioniert nur in der Theorie. In Wirklichkeit schaffen wir das nicht in normalen Schulen. Wir sind schon überlastet. Und manche Eltern von Kindern mit Förderbedarf sagen, in normalen Schulen werden unsere Kinder weniger gefördert. Und die anderen Eltern sagen, in inklusiven Klassen werden unsere Kinder weniger lernen. Aber auch wenn ich gelernt habe, dass dies die Logik hinter dem System ist, habe ich immer noch Probleme, dies zu akzeptieren, weil ich in einer Klasse mit 36 Kindern war und es funktioniert hat. Wir haben alle unsere Abschlussprüfungen bestanden. Wir haben alle unsere Schulausbildung vorgesetzt. Und niemand wurde zurückgelassen. Was war in meiner Klasse anders? Absolut nichts. Warum hat es funktioniert? Es hat funktioniert, weil wir als Klasse die Möglichkeit hatten, alle zusammen aufzuwachsen und eine andere Wahrnehmung der sogenannten Beeinträchtigung zu entwickeln. Wie haben wir das geschafft? Ich gebe euch ein Beispiel.
Wir waren in der dritten Klasse. Eine der Schüler in meiner Klasse flippte jedes Mal aus, wenn die Lehrerin die Klasse bat, einen Bleistift zu nehmen und mit der Übung zu beginnen. Er wurde wirklich wütend und warf alle seine Bleistifte in der Klasse umher und machte einen Riesenchaos. Und er saß neben mir. Es hat mich echt genervt. Also fragte ich mich, was kann ich tun, um keine fliegenden Bleistifte mehr in mein Gesicht zu bekommen? Eines Tages nahm ich also alle seine Bleistifte aus seinem Etui, habe sie in seinen Rucksack gelegt und legte ihm nur einen Bleistift auf seinen Platz. Als die Lehrerin uns bat, einen Bleistift zu nehmen, nahm er den Bleistift und begann mit der Übung. Keine fliegenden Bleistifte mehr. Der Punkt war also, dass es für ihn zu viel war, viele verschiedene Bleistifte in seinem Etui zu haben. Sein Bedürfnis war es, eine klare Ansage zu bekommen, welchen Bleistift und die für ihn klare Antwort, diese Bleistifte. Mit nur einem Bleistift wurde sein Bedürfnis befriedigt. Als ich ein Kind war, habe ich mich nie gefragt, was hatte er für eine Beeinträchtigung? Ein Kind hat kein Interesse an solchen Dingen. Für mich als Kind war er ein Mitschüler wie jeder andere. Aber durch diese Situation entwickelte ich als Kind das Interesse an Werkzeugen, um auf solche Situationen zu reagieren. Hier gilt der Gedanke. Wenn man mit einem Problem in Kontakt kommt, dann kann man leichter eine Lösung finden, als wenn man nicht mit diesem Problem in Kontakt kommt. Bei diesem speziellen Thema spreche ich nicht gerne im Sinne von Problemen und Lösungen. Ich ziehe es vor, über Situationen zu sprechen, die nicht funktionieren und über die Art und Weise, wie sie funktionieren können. Und diese Situationen sind für Kinder eine große Möglichkeit. Die Möglichkeit, als Kind mit bestimmten Situationen in Kontakt zu kommen und dadurch die Kompetenz zu entwickeln, ein Werkzeug herzustellen und mit diesen zu experimentieren, damit diese Situation funktionieren kann. Ein bisschen wie ein kleiner MacGyver. Und wegen dieser Möglichkeiten wuchs ich auch mit einem anderen Standpunkt auf. Ich dachte nicht an die Beeinträchtigung. Das war nicht interessant für mich. Wichtiger war das Werkzeug, mit dem eine Situation funktionieren kann. Revolutionär für Erwachsene, aber extrem einfach für Kinder. Ich bin mit diesen Möglichkeiten aufgewachsen. Und sie haben mir diesen Standpunkt gegeben. Als Erwachsener, der in diesem Kontext aufgewachsen ist, musste ich daran denken, dass die Fähigkeit oder Beeinträchtigung einer Person nur mit dem Angebot des richtigen Werkzeugs verbunden ist, um eine bestimmte Situation wirken zu lassen. Und mit Werkzeug meine ich nicht nur Hammer und Nagel, sondern auch Ideen und Handlungen. In der Situation mit meinem Mitschüler war das Werkzeug die Idee, ihm nur einen Stift zu geben. Ich war als Kind mit der wirklichen Realität konfrontiert und diese Erfahrung hat mir niemand durch Förderschulen genommen. Und das sehe ich als einen großen Vorteil. Natürlich war es nicht immer einfach. Aber es ist nie einfach, in welcher Klasse und in welcher Schule auch immer. Als Erwachsene habe ich angefangen zu recherchieren. Wie kann man es schaffen, dass nicht mehr die Beeinträchtigung im Mittelpunkt steht und nicht mehr alle über die Beeinträchtigung sprechen, sondern dass über die fehlenden Werkzeuge gesprochen wird?
Ich fand heraus, dass es auf diesem Feld eine Menge erstaunlicher Forschung gibt. Forschungen mit dem Ziel, Werkzeuge zur Bewältigung schwieriger Situationen zu schaffen. Aber ich habe auch herausgefunden, dass die meisten der erforschten Werkzeuge nicht genutzt werden. Das bedeutet, dass die Forscher ein Werkzeug schaffen, aber dieses Werkzeug, auch wenn es eine große Hilfe ist, nicht bei den Personen ankommt, die es brauchen. Die meisten erforschten Werkzeuge bleiben im akademischen Bereich. Und das ist ein unglaublicher Verlust. Und so sagte ich mir, du musst einen Weg finden, um diese Verluste zu verhindern. Und hier meine Idee. Ein Online-Portal, das verschiedene Werkzeuge aus der ganzen Welt sammelt, damit die Personen, die die Werkzeuge brauchen, von ihrer Existenz erfahren. Fast wie eine virtuelle Baumarkt. Ich habe mit meiner Professorin gesprochen und bin mit einer Informatikfirma hier in Oldenburg in Kontakt getreten. Und meine Idee hat ihnen gefallen. Und wir arbeiten gerade an diesem Portal. Sein Name ist InDynamo, auf Englisch InDynamo. Lassen Sie mich erklären, was InDynamo bedeutet. Ich wollte ein Wort und ein Symbol, das die Idee repräsentiert, die ich als Kind entwickelt habe. Also die Idee, dass man nur ein Werkzeug braucht, um die eigene Energie umzuwandeln, damit etwas funktionieren kann. Und ein Dynamo ist genauso ein Werkzeug, das die eigene Energie im Licht umwandelt und damit es in Situationen funktionieren lässt. Ich schaue nicht auf die Beeinträchtigung, sondern auf eine Person, die nur ein Werkzeug braucht, um die eigene Energie umzuwandeln. Und da ich außerdem weltweit Werkzeuge sammeln möchte, wollte ich ein Wort, das international verstanden wird. Und nun, Dynamo ist Dynamo in 6 verschiedenen Sprachen. Und was bedeutet ihn? Das steht für Inside, deine Energie Inside Dynamo. Ich arbeite jetzt in der Entwurfsphase des InDynamo Portals. Und im Moment entwickeln wir 2 verschiedene Ebenen. Die erste Ebene ist eine Informationssammlung. Ich möchte von den Menschen wissen, was die Situation ist, für die ein Werkzeug gebraucht wird. Und diese Ebene ist notwendig, um die Informationen zu sammeln. Und die zweite Ebene ist die Bereitstellung des Werkzeugs. Das ist also die Hauptidee. Aber es gibt noch eine übergeordnete Idee, und zwar eine Veränderung des Denkens. Es geht darum, nicht mehr über Beeinträchtigungen nachzudenken, sondern über eine Person, die ein spezifisches Werkzeug zur Bewältigung bestimmter Situationen benötigt. Aufhören zu denken, es ist kompliziert. Und anfangen zu denken, es ist komplex, aber wir können zusammenarbeiten, um es einfacher zu machen. Jeder Mensch hat einen besonderen Förderbedarf. Der einzige Unterschied ist, dass wir im Moment noch nicht das richtige Werkzeug gefunden haben, um alle Situationen funktionieren zu lassen. Und genau daran müssen wir arbeiten. Und das ist eine Revolution, die wir fördern müssen. Wir müssen den Kindern die Möglichkeit geben, mit all den verschiedenen Teilen unserer Gesellschaft zusammen aufzuwachsen. Und wir müssen den Kindern die Möglichkeit geben, erwachsen zu werden, die in der Lage sind, Werkzeuge zu entwickeln, um auf die Bedürfnisse einer anderen Person zu antworten. Und wir müssen damit aufhören, Menschen wegen einer Beeinträchtigung an einen bestimmten Ort zu platzieren. Wir müssen aufhören zu denken, dass es nicht machbar ist. Wir müssen aufhören zu sagen, oh ja, das ist eine schöne Idee, aber.
Dieses Aber sagen Menschen, die damit aufgewachsen sind, dass Beeinträchtigungen in normalen Schulen keinen Platz haben. Und dieses Aber sagen Menschen, die Beeinträchtigungen als Probleme sehen, die gelöst werden müssen und nicht als Situationen, die Werkzeuge brauchen. Wenn von 100 Jahren ein Mensch ohne Beine gefragt hätte, kann ich als Läufer an den Olympischen Spielen teilnehmen, hat man gesagt, das ist eine schöne Idee, aber... Doch dann entwickelten wir das richtige Werkzeug, in diesem Beispiel die Prothese, und niemand sagt mehr aber. Es ist also möglich, das eigene Denken zu verändern. Und ich wünsche mir, dass dieses erstaunliche Land, das Deutschland ist, einmal anfängt zu glauben, dass es möglich ist. Wenn man glaubt, dass es möglich ist, dann ist es einfacher. Dann ist es machbar. Dankeschön.